Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter mit unserer Schwenninger White Wings Karriere. Ja, wir haben 7 Niederlagen in Folge, sind Platz 13, haben jetzt Düsseldorf, Köln, Wolfsburg, Ingolstadt, Frankfurt, Augsburg, Düsseldorf und Köln. Unser Topscorer ist Tyler Spink, dahinter Triviato, Reisnecker, Uvira, Spink, Larkin, Hungerecker, Zach und Bassen. Wir müssen jetzt hier so schnell wie möglich rauskommen, wenn es geht, jetzt. Wir spielen wieder gegen Konkurrent. Und die, die Saison verfolgen, die wissen, wie wir gegen Konkurrenten spielen. Wir verlieren wirklich Pfaffengut, 1-0 ist stark. Wir verlieren fast jedes Spiel gegen einen Konkurrent. Quentin Wentworth, der noch hier ist. 1-1. Ich sag's euch auch gleich mal hier, bis die Kaders aktualisiert sind und die Trikots noch nicht, werden wir auch keine weitere Saison dann machen. Dann wird dann halt erst wieder eine kommen, wenn die Kader richtig aktualisiert sind und die neuen Trikots hier natürlich verfügbar sind. Dann machen wir auch nicht mit den Schwenninger White Wings, dann machen wir mit einem anderen Team. Könnt ihr immer gerne unter die Kommentare schreiben, mit wem ihr machen wollt oder mit wem ich machen soll. Und da ist die Führung. Schweiger mit einem Doppelpack dreht das Spiel komplett. Und 3-1 Führung für Frankfurt natürlich. Jetzt geht's rein ins Letzte. Come on, Jungs. Mal irgendwie aufspielen jetzt. Wir müssen das Selbstvertrauen irgendwie jetzt uns holen. Es zieht sich aber über die ganze Saison das kleine Pech, würde ich sagen. Frankfurt spielt ja stark. Muss man sagen. Und das sind wieder 3 Punkte für den Konkurrent. Weil wir gegen Konkurrenten irgendwie ganz, ganz schlecht spielen. Und das sieht auch wirklich langsam echt sehr, sehr schlecht aus. Boy ist verletzt. Es sieht jetzt hier ganz, ganz schlecht aus. Wir sehen es jetzt hier. Es sind 7 Punkte bis zu Platz 10. Es geht rein gegen Augsburg. Wir spielen danach gegen Düsseldorf wieder. Und dann Köln. Wieder ein Konkurrent auf jeden Fall. Wir müssen gegen die Konkurrenten gewinnen. Ist ganz, ganz wichtig. Wir spielen dann auch bald nochmal, glaube ich, gegen Berlin, München. Auch nochmal starke Gegner. Adler Mannheim, Straubing, Wusters, Bremerhaven. Es sind noch viele Spiele, natürlich. Aber wir müssten ja aus der Niederlagenserie rauskommen. Wir haben jetzt wieder 8 Niederlagen in Serie. Triviato auf Spink. Wir müssen stark spielen, ruhig spielen. Einfach effizient jetzt sein, Pampe. Triviato, wichtig. Larkin kommt nicht ran, Mitchell. Und da fällt das 1-0. Mann! Machen das Spiel jetzt mal schnell. Larkin. Ja, Uvira hat ihn. Stark von Uvira. Und jetzt Spink ist durch. Uvira ist mit. Uvira macht das 1-1. Aber das Tor wird nicht zählen. Torhüterbehinderung. Weil Spink da im Torraum, ja. Es zählt nicht. Doch keine Führung. Doch keine direkte Antwort. Und jetzt hier natürlich hier die nächste Chance für Augsburg. Kaffner, Eriksson. Achtung, Achtung, Johnson. Und da fällt das 2-0. Wir kriegen den Punkt nicht raus. Was ist nur los? Was haben wir für ein Tief? Was haben wir für ein Pech auch? Schade. Gibt zwei Minuten Überzahl jetzt für uns gegen Ryan Kaffner. Es ist vollkommen verdient. Und wir haben so eine gute Powerplay-Quote. Müssen wir ausnutzen. Wir haben jetzt schon die Druckphase. Jetzt irgendwie mal das direkte Tor erzielen. Waschowski kann sich den Puck holen. Triviato hat ihn drin. Pfaffen gut. Schade. Uvira auf Triviato. Der auf Pfaffen gut. Der zieht ab. Schade. Spink. Pfaffengut. Und der Puck muss drin bleiben. Pfaffengut hält ihn drin. Wichtig. Pfaffengut. Schade. Entras ist schon etwas gefordert jetzt. Pfaffengut. Triviato. Eriksson hat ihn. Triviato. Keiner ist da vom Tor. Und da gibt es den Konter für Augsburg. Triviato kommt da ran. Wichtig. Auch stark von Eriksson. Und jetzt der Konter. Spink. Auf Uvira. Stark gesehen. Uvira. Übers Tor. Knapp. Schade. Puck geht da raus.
Er geht raus. Treviato hat ihn aber. Und Uvira direkt wieder rein in die Zone. Uvira. Oh, da ist er drin. Ganz, ganz starkes Tor von Uvira. Stark. In den Mann gespielt. Und jetzt aber schnell. Larkin. Haben jetzt keine Anspielstation. Uvira. Stark gemacht. Auf Spink. Spink mit Tempo. Zieht in die Mitte. Schade. Gregorcz. Uvira kriegt den Check nicht. Marshall. Achtung. Kafner. Zernica. Und da ist das 3 zu 1. Eiskalt spielt sie das hier. Zernikal. Den Check kriegt man auch nicht. Mitchell 4-1. Und Reisnecker. Vielleicht mal irgendwie Reisnecker. Aber das ist ja alles nicht gut. Esposito, Marshall und jetzt Neumann. Harter Check gegen Neumann. Waffengut hat ihn. Waffengut. Ja, kriegt den Abschluss auch nicht. Neumann holt sich den Puck ganz, ganz stark. Der sieht Karatschun, kommt da auch nicht zum Abschluss. Mann, wieder die Führung für Augsburg mit einem 4 zu 1. Was ist nur los? Die machen aus 13 Schüssen 4 Tore. Und wie aus 11 1. Also müssten wir jetzt hier mit dem nächsten Schuss schon wieder ein Tor schießen. Uvira. Uvira, schade. Aber wir müssen jetzt einen freien Kopf haben. Wir müssen, es ist schwierig, weil wir dann die Gegentore immer bekommen aus dem Nichts und das ist schwierig zu verarbeiten, das kann ich verstehen, aber wir müssen jetzt weitermachen. Wir können nicht aufgeben. Mitchell, wieder sehr viel Platz da. Und ja, Merknemann blockt ihn, wichtig. Treviato hat jetzt hier keinen mit. Auf Uvira, stark gesehen, wieder Uvira. Schade. Gregorcz, starker Vorcheck hier wieder, ganz, ganz stark. Und zack, wo ist der Puck? Eriksson hat ihn. Entras. Weber. Spornberger übers Tor. Hungerecker auf Spornberger, der ist durch. Spornberger scheitert an Entras. Mann. Der auf Will Weber. Achtung, Achtung, wir kriegen es nicht hin. Dann liegt der Puck im Slot und wir kriegen es nicht hin. Hungerecker, starker Vorcheck. Der sieht Götz und auch Entras. Wahnsinn safe. Platzer, stark von Platzer. Ey, ey, ey. Weber. Spornberger, Spornberger, Entras. Platzer. Wir sind hier nur am Spielen. Platzer, stark gesehen. Nur wir sind am Spielen. Nur wir. Weber. Und direkt der Konter. Wechselfehler. Weber. Spornberger zieht ab. Puck ist im Slot gewesen. Oblinger. Wenström. Wichtig. Pfaffengut. Und jetzt wieder Wechselfehler. Jetzt aber. Karatschun ist mit und er macht es endlich. Das 4 zu 2. Achtung, aber sie haben ihn immer noch. Wichtig. Collins. Jetzt ist Augsburg mal am Spielen im zweiten Drittel. Das erste Mal Eriksson wichtig. Vielleicht nochmal den Schuss. Ja, aber lieber jetzt kein Gegentor bekommen, Oblinger. Da ist das zweite Drittel vorbei. 4-2 Führung für die Augsburger Panthers. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, was jetzt hier im letzten Drittel noch kommt. Ganz stark von Treviato. Der macht das hier kurz alleine. Treviato, Uvira. Und da ist er drin. Schießt an den Rücken von Entras. Und da ist der Anschlusstreffer. Stark. Sie können aufbauen. Zernikal. Achtung. Eriksson wichtig. Und Marsche. Auf Reisnecker. Der gar nicht mit Tempo kommt. Warum kam der Pass? Achtung. Johnson. Oh mein Gott. Gregorcz wichtig von Zernikal. Reisnecker. Jetzt vielleicht mal Reisnecker. Irgendwie mit einer Einzelaktion wieder. Reisnecker. Schade. Hat den Puck noch. Wichtig. Stark gehalten. Spornberger. Auf Platzer. Platzer zieht ab. Schade. Weber auf Platzer. Platzer. Schade. Götz. Mit Tempo. Götz. Götz.
Hungeregger, schade. Wieder Hungeregger. Macht das stark Hungeregger, schade. Platzer. Macht das alleine Platzer, ganz stark. Und da ist das 4:4. Ganz, ganz stark. Auf Phil Hungeregger. Phil Hungeregger. Ja, sieht da Weber, Weber. Und da ist die Führung. Ganz stark. Und sie werden jetzt sicherlich gleich den Torhüter ziehen. Marshall, wichtig. Auf Uvira. Der auf Spink. Der Pass kommt nicht ganz an. Spink hat ihn. Schade. Kafner. Esposito, Marshall, Marshall. Da gibt's wieder 2 Minuten und das bedeutet jetzt auch 6 gegen 4. 15 Sekunden sind noch. Eieieiei, das können wir doch nicht machen. Bassen, gewinn es. Gewinn es, Bassen. Treviato hat ihn. Treviato, bring den Puck raus. Bring den Puck aber nicht raus. Spornberger, jetzt raus damit. Er geht nicht raus. Nein, das ist hier ein Zittern. Das will ich doch nicht. Oieiei. Achtung. Und jetzt raus. Einfach hinlegen. Ja, wir gewinnen gegen Augsburg mit 5:4. Ganz, ganz stark. Was ein Kampf, was ein Comeback. Wichtig. Jetzt geht's gegen die Düsseldorfer EG. Mal schauen, ob wir hier gewinnen können. Den 20 in Folge anfangen. Aber nein, wir nehmen den Schwung nicht mit und verlieren auch gegen Düsseldorf mit 3:0. Und langsam müssen wir weiter punkten. Jetzt gegen Köln. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, jetzt hier zu gewinnen. Es ist ganz wichtig, wirklich. 3 Punkte müssen jetzt hierher zu Hause. Wir müssen hier. Das wäre so extrem wichtig für unsere Punkte, dass nicht Köln noch wegzieht. Da, nach der Folge sind noch 3, glaube ich. Und 1:0 Spink stark. Und das sind 12 Spiele. Das ist nicht mehr viel. Wir müssen dranbleiben. Jetzt schon dranbleiben. Erstes, dritte 1:0-Führung für uns. Ganz, ganz stark. Hoffentlich geht es weiter so. Tourison 1:1. Powerplay nutzt es. Schade. Jetzt natürlich wieder das Spiel ausgeglichen. Powerplay. Lange Powerplay. 5 gegen 3 glaube ich auch kurz gehabt. Nicht genutzt. Und Weber! Stark! Führung für uns. Und jetzt geht's ins letzte Drittel. Zach! Wichtig! Und Spink 4:1. Ganz, ganz stark. 4:2 Tourison. Verkürzt nochmal. Das ist durchaus möglich. Frederick Sturm 4:3. Bitte nicht. Das kann ich nicht. Was sind das für Spiele zurzeit? Bitte nicht hergeben. Powerplay nochmal. Und wir gewinnen das Ding. Holen 6 Punkte. In dieser Folge. Und wichtige 6 Punkte. Ganz, ganz wichtige 6 Punkte. Gegen Köln und gegen Augsburg. Und wir sehen es. Es ist natürlich noch viel. Es sind 7 Punkte. Genau. Wir spielen die nächsten Spiele. Wir haben harte Spiele. Wir haben jetzt Berlin, Red Bull, München, sehr, sehr schwer. Nürnberg und Wolfsburg. Danach kommt Bremerhaven, Mannheim, Straubing, Iserlohn. Und dann was? Es sind nur noch 2 Folgen. Es sind nur noch 8 Spiele. Oh mein Gott. Ich habe ja für... Oh mein Gott. Es sind nur noch 8 Spiele. Und wir müssen daraus erstmal 7 Punkte holen, dass wir überhaupt die einholen. Das ist natürlich ganz, ganz schwer. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst Like und Abo da. Und wir hören uns dann bald bei der nächsten Folge. Ciao.